Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem heutigen Beitrag. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Beitrag likest, wenn er dir denn gefällt und ja, auch meinen YouTube-Kanal abonnierst, auf dass er weiter wachsen und gedeihen möge. Und ich freue mich auch über Kommentare unter meinen Videos. Ich danke dir von Herzen und schön, dass du, ja, dass du auf meinem Kanal bist und dir meine Beiträge anschaust. Heute geht es um Kontrolle. Jawohl, um Kontrolle. Ach ja, ich kann dir sagen, ich war früher wirklich ein absoluter Kontrollfreak. Ich wollte immer alles kontrollieren. Aus Angst, ja, alles planen und irgendwie absichern, haben wir ja auch so gelernt von unseren Eltern. Man braucht Versicherungen, weil wenn dann irgendwann mal was passiert, ja, und so ist man immer dabei, oder war ich früher dabei, mein Leben in irgendeiner Form vermeintlich sicher zu machen, ja, bis ich dann immer mehr erfahren habe, ui, es ist überhaupt nicht sicher. Ja, Leben ist Veränderung. Es gibt keine Sicherheit. Sicherheit ist eine absolute Illusion. Und das war tatsächlich eine sehr, würde ich sagen, sehr befreiende Erkenntnis, weil über diese Erkenntnis ich Entscheidungen getroffen habe. Also immer wieder. Es war natürlich ein Weg, weil ich ja dieser Kontrollfreak war. Also immer wieder in dieses Hier und Jetzt zu kommen und mich dem Fluss des Lebens hinzugeben. Ich muss nicht wissen, was morgen ist. Ich muss auch nicht wissen, was nächstes Jahr ist, weil ich weiß ja gar nicht, ob ich nächstes Jahr noch hier bin. Und das ist so schön, immer mehr in so einer Hingabe an diesen jetzigen Augenblick zu leben, wissend, ich kann überhaupt nichts kontrollieren und ich will auch nichts mehr kontrollieren. Das Einzige, was ich in Anführungszeichen meistern kann und was ich lernen durfte in den letzten Jahren, ist, wie ich mit Situationen umgehe. Und das birgt in sich wiederum eine große Freiheit, weil ich nicht mehr abhängig davon bin, ob die Sonne scheint, ob es donnert, ob es blitzt, ob in der Welt gerade irgendwo Krieg ist, ob es gerade irgendwo in meinem Körper zwickt. Es ist diese Leichtigkeit, die damit einhergeht, Vertrauen zu haben in das, was sich jetzt zeigt. Also in diese Annahme zu kommen und dann einfach auch zu gucken, oh, okay, wie will ich denn jetzt damit umgehen? Gibt es vielleicht einen anderen Weg? Gibt es vielleicht, ja, eine neue Möglichkeit, also raus aus diesen Mustern auch zu kommen, die, ja, die wir uns so antrainiert haben im Laufe des Lebens. Und einfach zu erfahren, es braucht überhaupt nichts davon. Im Hier und Jetzt, ja, zeigen sich Impulse, zeigt sich das, was gerade stimmig ist. Und dafür muss ich gar nichts mehr kontrollieren. Und das ist ein wunderschönes, ja, Gefühl und damit einhergeht Lebendigkeit. Genau. Ich wünsche dir das Vertrauen, ja, einfach mal loszulassen, diese ganzen Sicherheitsnetze. Und sozusagen zu springen und zu erfahren, es passiert überhaupt nichts Schlimmes. Also alles, was der Verstand da so erzählt, vergiss es. Ja, das sind alles Lügen. Nichts davon ist wahr. Also trau dich aus deiner Komfortzone, aus deinem, rauszugehen. Trau dich wirklich ganz ins Leben zu gehen und die Kontrolle vollkommen loszulassen. In diesem Sinne, danke dir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe für dich.